Ich darf Ihnen nun den nächsten Referenten ankündigen. Ich bin sicher, dass viele Herrn Dr. Haus schon kennen. Einer der Spezialisten, würde ich sagen, der sich früher viel mit der Candida, kann man sagen, beschäftigt hat und sich heute schon in dieser Richtung sehr viel, gibt es viel Neues, was da zu berichten ist. Und ich würde sagen, ich wünsche viel Spaß bei dem nächsten Vortrag nach der Mittagspause. Ja, danke sehr. Lieber Herr Wickert, meine Damen und Herren, vielen Dank für die ehrenvolle Einladung. Ich habe jetzt das Problem, in der Tat, nach der Mittagspause bedeutet immer Verdauungsmüdigkeit. Auch ich habe nur wenig gegessen, obwohl es ja fantastisch geschmeckt hat, wie ich gehört habe. Ja, und ich möchte Sie jetzt entführen, eigentlich heute ja schon zum zweiten Mal, in die aktuelle Mikrobiomforschung. Und die, wie wir vorhin ja heute Morgen schon gehört haben, dreht sich momentan auf Hochtouren. Wir haben über 5000 Publikationen momentan pro Jahr zum Mikrobiom. Und da ist es sinnvoll, weil auch die Begrifflichkeiten sehr oft von Referenten, aber auch von Autoren durcheinandergebracht werden, mal zwei Sätze zur Begrifflichkeit zu sagen. Mikrobiota, das ist dieser Begriff, beschreibt die gesamten Mikroorganismen in einem bestimmten Standort. Wir haben also ein Mikrobiota im Vaginalbereich, wir haben ihn hinter den Ohren, wir haben ihn in der Achselhöhle, wir haben ihn natürlich auch im Verdauungstrakt. Und das ist ganz wichtig, der Verdauungstrakt beginnt in der Mundhöhle. Die Mundhöhle ist momentan wirklich dermaßen intensiv im Fokus der Forschung. Ich werde gleich dazu einiges Ihnen sagen. Das Metagenom, das ist der zweite Begriff, den man sich vielleicht merken sollte, der beschreibt praktisch die genetische Potenz, auch die Genausstattung, aber auch die genmodulatorische Potenz dieser besonderen Keimgruppe, eben dieser Keimgruppe, die zum Mikrobiota-Gruppe gehört. Und das beides zusammengezogen ergibt dann letztendlich das Mikrobiom. Das heißt, das Mikrobiom ist eine bestimmte Bakteriengruppierung in einem bestimmten Organbereich auf einer bestimmten Schleimhaut, die sehr wohl mit den Schleimhäuten auch genetisch in Kontakt treten. Das heißt, dieser Begriff des Mikrobioms beinhaltet das Metagenom und den Begriff der Mikrobiota. Das sollte zur Definition reichen. Das erste Lichtmikroskop auf dieser Welt wurde 1682 entwickelt und gebaut und Anthony van Leeuwenhoek, ein Tuchhändler aus Holland, und die Tuchhändler waren ja in der damaligen Zeit sehr, sehr, sehr reich. Das war so ein, ja, wie soll ich sagen, Amateur-Naturwissenschaftler, und der Leeuwenhoek hatte das zweite Mikroskop und hat im Jahre 1683, nachdem er vorher einen Wassertropfen in seine Apparatur eingebracht hat, hat er plötzlich in dem Wassertropfen Leben gesehen. Das fand er nun ganz unglaublich interessant. Und er hat eigentlich ganz schlau gedacht, ich brauche ein Material, wo sicherlich mehr Leben drin sein wird. Und er hat dann praktisch den giftgrünen Belag seiner Zähne abgekratzt. Sie können sich vorstellen, dass er damals in der Zeit wesentlich giftiger und grüner war wie in der heutigen Zeit. Und hat dann, wie gesagt, natürlich in seinem Mikroskop, unter seinem Mikroskop dann auch Dinge gesehen, hat das dann sehr schön beschrieben und hat diesen Bericht, diesen ja im Grunde genommen wissenschaftlichen Bericht an die Royal Society of London geschickt. Das war damals schon die hochkarätigste Wissenschaftsorganisation, das ist sie heute auch nach wie vor. Und er hat also dann im Grunde genommen beschrieben, was er gesehen hat. Er sah also dann praktisch in seinem Zahnabstrich sah er kleine Tierchen, süße kleine Tierchen, die sich auch sehr nett noch bewegt haben. Und er war im Grunde genommen der Begründer der heutigen Mikrobiomforschung. Er hat dann im Laufe seines Lebens über 700 Postulate dieser Art erstellt. Er hatte also einen regen Austausch an Informationen zu dieser Royal Society of London, und Leeuwenhoek ist der einzigste, bis zum heutigen Tage der einzige Nicht-Akademiker, der in dieser Gesellschaft aufgenommen worden ist. Also eine sehr interessante Geschichte eigentlich. Der zweite, und da, ich möchte jetzt gleich diesen Leeuwenhoekschen Aspekt dieses Zahnbelages nutzen, um Ihnen ganz kurz etwas zur aktuellen Situation im oralen Mikrobiom sagen. Da gibt es eine ganz faszinierende Studie, letztendlich skandinavische Studien. Die erste beweist, dass also Parodontitis-Keime, das sind also die Anaerobia,
die in den Zahnfleischtaschen dann die Zahnfleischtaschenentzündung macht, dass diese Parodontitis-Keime augenscheinlich Antikörper natürlich produzieren und es werden Antikörper gegen diese Keime produziert. Und diese Antikörper haben eine hohe Korrelation zu onkogenen Erkrankungen. Immerhin ist die Rate der Prostatakarzinom-Patienten bei Parodontitis-Patienten um 54% erhöht. Und aktuelle Aussagen weisen darauf hin, ebenfalls im Rahmen dieser Antikörperproduktion gegen diese Parodontose und Parodontitis-Keime, dass hier eine dicke, dicke Korrelation zur Entstehung des Pankreaskarzinoms entsteht. Also wir haben es durchaus mit onkogenen Aspekten eines entgleisten oralen Mikrobioms zu tun. Wenn Sie ein zahnmedizinisches Lehrbuch aufschlagen, was vielleicht so 10 Jahre alt ist, wurden also dort als Keime nur beschrieben irgendwelche Streptokokken, nicht Streptococcus mutans als der Karieskeim. Sonst war die Mundhöhle absolut weißer Fleck in der klinischen intestinalen Mikrobiologie. Heute wissen wir, dass wir weit über 1000 verschiedene Bakterienarten der Mundhöhle alleine haben. Und die machen alles das bereits, auch nutriepigenetisch, was ich nachher für den Abschnitt des Darmes dann noch näher bringen möchte. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch therapeutisch eigentlich zunehmend um das Wohlergehen des oralen Mikrobioms kümmern. Wir müssen uns darum kümmern, dass der Speichel richtig zusammengesetzt ist, dass er ja nicht zu zähflüssig wird. Das ist absolut tödlich für die Funktionalität dieses Speichels. Und da kann ich Ihnen ein ganz neues Präparat vorstellen. Das ist seit wenigen Wochen auf dem Markt. Das ist das Probiodent. Das zeichnet sich dadurch aus, dass in diesem Keim Streptococcus salivarius M18 benutzt worden ist, also ein hochphysiologischer Keim des oralen Mikrobioms, der eine ganz bedeutende Besonderheit hat gegenüber anderen Streptokokken in der Mundhöhle. Er produziert Urease und mit dieser Urease, einem Enzym, kann er oder wird die Konsistenz des Speichels reguliert. Wenn Sie also Patienten haben, die so einen zähflüssigen Speichel haben, das heißt, wenn die den Mund aufmachen, zieht es richtig so Fäden sozusagen, dann ist dieser Keim natürlich auch hochgradig induziert, weil er mit der Urease in der Lage ist, den Schleim zu verdünnflüssigen. Der zweite